Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. The Ballad of Gay. Tony, wir stehen fast genau da, wo wir in der letzten Folge auch standen. Das Auto sieht auch fast genau noch so aus. Hat so, danke, kleinere Schönheitsveränderungen durchgemacht. Du bist ein echter Spasti. So, wir fahren jetzt mal hier in dieses Feld rein und wir fliegen jetzt in Heli. Der weiß zwar gar nicht, ob wir es können, aber wir machen es einfach. So, dann komm mal mit. Arschbratze. Wir fliegen jetzt with a Heli. Durch Stickigend, ne? Ich hatte ein bisschen Stress mit dem Bullen, als ich nochmal hergefahren bin, weil... Oh, Alter, jetzt beeil dich doch mal. Ja, der läuft da ganz cool hin und her. Es passt schon. Ich musste nämlich nochmal herfahren. Weil ich hatte dann nämlich ausgemacht und so. Und deswegen alles ziemlich doof. Und da gab es halt ein bisschen Stress mit der Polizei. Weil die mal wieder irgendwie so unangekündigt die Spur gewechselt haben. So, wir haben da auch wunderbar angezeigt, wo wir langfliegen müssen. Das finde ich super toll. Here, I have headset for you. This is so we communicate when you in building. Great, thanks. Can you tell me what the plan is? Ashley office is in Meet TV building. You no going to get in from ground, so you come in from above. Out the chopper? Great. He's not so tough. I would too, but there is chance Ashley's people come for my family back in old place. And you ain't worried about my family? No. Tell me why we can't just land on the building. You think they would not notice chopper landing on building? You must go in silent. Perfect. When you get in building, I will give instructions through headset. You kill Ashley, send message and leave building. I pick you up on ground. Sounds real tough for you, tough guy. So, wir fliegen auch echt ganz schön hoch. Also man kann, glaube ich, noch ein Stückchen höher fliegen. Ich weiß nicht genau, wie hoch man kann. Müsste man eigentlich auch mal testen, aber wir haben jetzt hier gerade fette Mission, deswegen, ne? Aber noch ein Stückchen höher können wir. Kein Thema, kein Thema. Machen wir. Machen wir doch. Ich hoffe, auch in den nächsten Folgen muss ich nicht so oft die Musik ausstellen oder ganz leise machen. Das musste ich ja jetzt die letzten 5 Folgen machen. Ich weiß gar nicht, ob alles davon... Aha. Ich weiß gar nicht, ob ich das hätte machen müssen, aber das war mir so ein bisschen sicher. So, okay, spring einfach raus. Ich glaube, ich habe ein Problem. Wo muss ich denn drauf landen? Ach, da unten. Dann kann man ein bisschen schneller runter, ne, damit ich auch aufs Dach komme. Ganz ehrlich, wer merkt denn da, wenn man mit dem Heli landet? Also, ich bitte dich, ja. Das Blöde ist, ich muss hier definitiv auf dem Dach landen. Das sieht cool aus von hier oben, muss ich sagen. Das sieht echt nice aus. Wenn ich es nämlich nicht schaffe, auf dem Dach zu landen, habe ich ein Problem. Und zwar ein dickes. So, aber der gute Luis Lopez schafft es natürlich doch. Na, zum Glück hat mich keiner bemerkt, wie ich hier auf dem Dach gelandet bin. Dann wir mit dem Hubschrauber landen können, echt, ey. Naja. Was soll's? Someone is on roof. You should check it out. This shit died now. Genau. Nein. We have him now. I'm gonna shoot this bitch in the balls. Echt? Das ist aber ganz schön fies von dir. Das tut doch weh. Na dann. Wir müssen Yashvili suchen, ihn ausschalten, aber erstmal müssen wir noch so 2, 3 andere Burschen ausschalten, weil die wollen uns töten. Und das können wir so natürlich nicht zulassen, weil das ist blöd. Was da? Weste! I have missed you. How you doing there? Ah, oh, der hat's überlebt. Der Arsch. Komm her. Da, wo die herkommen, gibt's noch viel mehr jetzt. Oh, da ist ja noch einer. Oh, ich muss nachholen. Ja, ja, ich lebe noch. Alles noch cool, alles noch cool. Ah, der lebt noch. Das werden wir eben mal ändern. Weil das ist nicht gut, wenn die noch leben.
Okay. Wie war das nochmal? I wait for you to kill this asshole. Wie komme ich hier nochmal? Ich will da nicht so runterspringen. Hast du da bestimmt weh? Ah, egal. Ja! Come on, you little bitch. Hab ich eigentlich... Was? Which motherfucker is shooting there? Komm. Da ist nichts, aber hier ist er. Er war hier, er ist tot. Dafür ist die Waffe schon ziemlich geil, muss ich sagen. Boah, mich hat einer voll von der Seite erwischt. Fuck. Das hört sich an, als ob hier neben mir einer steht. Da ist er mal, Tatsache einer. So. Ich muss vielleicht... Ich muss vielleicht ein klein bisschen vorsichtiger jetzt hier so machen. Gibt's hier nochmal schutzsichere Weste oder irgendwie Leben oder irgendwas, was mir hilft? Nein, schade eigentlich. Wäre total Tüfte. Achso. Gut, wir haben die letzten Schüsse im Mac. Das ist aber auch kein Problem. Echt? Ja, ich hoffe nicht, da muss ich den Scheiß nochmal machen. This how we do it. This is how we do it. Ich habe nämlich keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Deswegen hoffe ich, dass es das noch nicht war. Mal schon umdrehen, gucken, ob da irgendwie einer steht. Damit ich ihn sehe, bevor er mich sieht und ihn direkt auch töten kann. Okay, hier, ich bin hier schon mal auf der richtigen Ebene. Aber... Wir machen einfach mal die kaputt. Hier sind doch bestimmt Leute, ne? Natürlich. I said it was the fucking cops covering me. We've got you. Oh, fuck us. This is it. You buy this team. Lol, der ist sofort gestorben. Take it. Always thinking of interior decoration. Just get job done. We have blocked you for. I don't know you, man. Yo, it don't stop. So. Bist du tot, Mann? Jetzt bist du tot. Ich glaube, der lebt auch noch, ey. Manche von denen, die sind echt krank. Die dürfen mich nicht treffen. So, steht da einer? Nö, ich glaube nicht. Ich gehe mal hier in Deckung. Geh mal ein bisschen. Oh. Ich gehe hier in Deckung. We need a cover, okay? So, bam, down. Und ich glaube auch down. Und ist der auch tot? Ich weiß es nicht. Nein. Kannst du mal aufhören, dass du mit dem Sch... Ist der tot? Protect me, protect me. Ah, ich glaube, das war's. So, einfach töten. Ja, nicht lange rumfaxen hier, sondern einfach machen. Schönen Flug! Also an der Landung, da muss ich dir sagen, müssen wir nochmal üben. Das geht nämlich so nicht. Landen auf dem Truck, okay. Okay. Nein! Hammer. Nein! Ich hab's doch schon geschafft. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Scheiß. Boah, weil der Pisser nicht gelenkt hat, ey, zum Kotzen. Der Arschknödel, ey, das gibt's doch nicht. Boah. Aber wenn ich Glück hab, muss ich jetzt nur noch aus dem Fenster... Alter. Muss ich nur aus dem Fenster springen. Scheiß. Oh. Nein, da ist der Guy gar nicht. Wo ist denn der Truck? Hallo, Truck? Hier ist gar kein Truck.
Ach, da unten ist der Truck. Los! Wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Scheiße. Ich hab's leider nicht geschafft, das heißt wahrscheinlich, ich hab voll verkackt, weil ich bin kacke. So, du fährst super. Achso. Die Videosequenz fährt. Alles klar, dann macht die das halt, ist auch kein Problem. Ich hab's nicht geschafft, auf den Truck zu landen. Warum bin ich scheiße? Mr. A will be pleased, Ashville no more around. Yeah, great. Tell him I'm not his fucking hitman, okay? That's not why I'm hanging with him. I am sorry, Mr. Hospitality Man. You do what Mr. Ray says. That's it. Ist das so? I see you soon. Stick your guitar up your fucking ass. So. Aber das haben wir super erledigt. Leider bin ich nicht zum Truck gekommen. Ich hätte auf der Landefläche landen sollen. Dann wäre es wahrscheinlich viel besser gewesen. So habe ich natürlich total verkackt, ne? Genauigkeit 0%. Perfekte Landung. Yashvili Fenstersturz. Der ist doch durchs Fenster gestürzt. Hä? Wo bin ich denn? Wo hat der mich denn hier... Was soll das? Wurde der ihn manchmal hier einfach hinbringen? Also... Oh. Nein. Nicht anrufen. Please don't call him. Please don't call him. Da ist ein Taxi. Taxi. So. Wir fahren jetzt wieder zu Bulgarino und machen die letzte Mission, weil irgendwie ich habe gerade keinen anderen Auftraggeber. Yusuf lässt gerade ein bisschen auf sich warten, genauso wie Tony. Aber ich denke, es wird sich hier demnächst ändern. Ich meine, er ist bald weg vom Fenster, der Bursche. Ne? Eine Mission noch und dann war's das. Und die wollen wir jetzt mal eben machen. In the Crosshairs. Ah, Mr. Lewis. Hey, where's the one man Ben? He's working. Oh, okay. Ray! Hey, Ray! Have company! Shut up! Don't tell me to shut up! So, I've heard for some people I know that maybe you have some diamonds for sale. Not me, my boss, Tony. my other boss. Yeah, yeah. You got them from the fat cook. Ray! Ray! What are you still doing here? I'll stay as long as I like! You think you're a big man? Where's your house on Middle Park East? Where's your big sports team, huh? Shut up, you can't! Shut up, you fucking can't! Alles hey, klar. Man. She okay? A big gun next to a big man, huh? Your thingy was tiny even before the wrestling coach make you take steroids. Mother always said she only had daughters. Ignore her, Lewis. The diamonds. I gotta talk to Tony. You gotta talk to Daddy. I thought I was making you a real man, not a rand boy. Well, I can't sell what ain't mine, bro. Plus, with all the work I put in for you, I don't really feel like a man yet. Okay. Soon, man, soon. I want you to cover two moves back. He's going to talk to some people. I need you there. Okay, man, I got it. But you should chill out, bro. Let me decide when to chill out. Go! Alles klar. By the way, wer sich daran erinnern kann, am Anfang von GTA 4 hat man ja diesen Koch gesehen, bevor man halt angefangen hat mit dem Spiel, so dieses Intro. Und der hat ja quasi Diamanten versteckt. Wer sich da noch dran erinnern kann, der weiß auch, das fällt mir gerade irgendwie so spontan ein, der weiß natürlich auch, um welche Diamanten es sich überhaupt handelt in dem Spiel, wo die auf einmal herkommen. Das ist nämlich auch dieser Koch aus dem Intro von GTA 4. Und wer das nicht weiß, dem habe ich es gerade gesagt. Oder der guckt sich die erste Folge von GTA 4 nochmal an. Entweder bei mir oder bei irgendeinem anderen Let's Player, der das schon gemacht hat. Ist ja auch ein gern Let's Playtes Spiel, weil die ganze GTA-Reihe, sage ich jetzt mal, nicht nur GTA 4, sind einfach Top-Spiele. Die sind wirklich gut. Und auch wenn GTA 4 nicht mein Lieblings-GTA ist, ja, finde ich das Spiel trotzdem geil. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ein scheiß Spiel. Es ist trotzdem ein cooles Spiel, weil man kann hier so schön gegen so Steine fahren und solche Geschichten und die Autos kaputt machen. Das ist super. Nein, aber trotzdem machen die Spiele extrem viel Spaß, weil es halt wirklich Open World ist und man kann noch so viel auch teilweise entdecken in dem Spiel. Und eins wollte ich euch sogar noch zeigen. Das werde ich auch noch tun. Eventuell werde ich auch mal was bei San Andreas nochmal testen. Da habe ich nämlich einen Kommentar bekommen, dass man wohl noch mehr Ganggebiete bekommen kann. Dafür muss man halt eine ganze Weile nach, ich glaube Norden war das, fliegen. So circa eine Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde. Und dann hat man noch viel mehr Ganggebiete, neue Ganggebiete.
Und ich bin am überlegen, ob ich das mal mache, wenn GTA 4 zu Ende ist. Und ich wollte bei GTA 4 ja auch nochmal probieren, ob ich eventuell 6 Sterne bekommen kann. Ich denke mal, das werde ich nach dem Let's Play tun, also nach dem eigentlichen. Ich denke schon. Und mal schauen, ob das dann da funktioniert, aber ich werde dann auch probieren, euch was zu zeigen. Also die, die es kennen bei der der Freiheitsstatue, du heißt ja hier Happiness-Statue oder irgendwie so, vollgepumpt mit Drogen und so. Da gibt es ja was ganz Lustiges, das möchte ich euch gerne mal zeigen. Und dann halt GTA San Andreas nochmal, da auch nochmal was zeigen. Aber erstmal sind wir noch gar nicht fertig mit GTA 4, deswegen ist das noch Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir Timo helfen. Der ist nämlich scheiße und kann nichts alleine. Hey. Yeah, what's up? I'm here. Okay. You're in position. Do you see a box in front of you? Yeah. Open it. Have you opened it yet? No, give me a sec. Was kann da nur drin sein? Okay, I'm here. Himbeermuffins. Do you recognize that man? Shit. Oder auch nicht. I believe you parted with him in a diamond deal. Yo, what the fuck? Is this the guy we bought the ice from? You colluded with him to steal from me. Yo, we just got some rocks off him, okay? Look, listen. No, you listen. I offered you an opportunity, yet you were bludgeoned against me. Yo, I ain't no shit about those rocks. But I believe it doesn't matter. I will do everything in my considerable power to drive you and your faggot master from this earth. Goodbye. Oh, shit! Fuck, yeah. Great. Das war eine kurze Zusammenarbeit mit dem guten Ray Bulgarin, das hätte man sich aber fortdenken können. Erledige die Scharfschützen. Dafür muss ich erstmal wissen, wo die Scharfschützen hier sind. Nummer 1 ist da hinten. Den haben wir natürlich wunderbar. Guck mal, der kriegt auch einen schönen Freiflug auf Wiedersehen, mein Freund, auf Wiedersehen. Dann haben wir noch ein paar mehr. Da hinten ist noch einer. Den machen wir natürlich auch weg. Kriegt auch einen Freiflug von uns spendiert heute. Die freut sich nur, die schreit nicht. Einer ist auf unserer Ebene ungefähr, aber wo genau? Aua. Ah, da hinten ist einer. So, den geben wir mal schönen Bauchnabelschuss. So, aber einen haben wir noch, oder? Ah, da drüben. Hallöchen, mein Freund. Auf Wiedersehen. Arschkrampe. So, das waren das alle? Ich weiß nicht, wie viel. Ja, das scheinen alle gewesen zu sein. Der gute Luis, der geht automatisch jetzt. Oh. Na klar. Nein. Ein Hubelschrubel. Das ist aber nicht cool. Ich vermute mal, das Auto gehört auch zu denen. Zu wem auch immer, aber zu denen gehört. Ah, wir sind hier im Italy-Bezirk. Little Italy. Habe ich hier rein? Schade. Wie soll ich das machen, ey? Das sind viel zu viele von den kleinen Spasselacken. Hast du gerade eine Granate hier hingeschmissen? Bist du irgendwie zu steif oder so? Pass mal auf damit, wo ist der Hubschrauber? Ah, Hilfe. Warte mal auf mit der Scheiße. Kleiner Pimmelknödel, du. Jetzt fängt das schon wieder an. So, geht doch. Jetzt ist der zumindest erstmal weg, weil der geht mir sowieso total auf den Piss. So, Halsschuss, der muss tot sein. Alter, wie viele hier sind, wa? Wie nah man auch ranzoomen kann. Alter Schwede, ey, da ist ja Heide Witzka. So, du kriegst auch einen Headshot von mir, mein Freund. Ich würde gerne den hier. Ha!
Hubschrauber abgeschissen. Vorbei. Jetzt hör doch mal auf, dich hier die ganze Zeit zu bewegen. Wie soll ich denn nicht so töten, ey? Aber wie viele sind denn da überhaupt? Irgendwas ist explodiert. Das ist ja der gleiche schon wieder. Der hat hier seine 30.000 Brüder mitgebracht. Was soll denn das? Jetzt lad doch mal schneller nach. So. Ich glaube, ich gehe jetzt runter. Werd mir aber mal schnell... Nein, ich möchte keine Granate. Die schmecken mir nicht so wirklich, weißt du? Na, okay, hier ist zu. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Ich bin tot. Alles klar. Ich weiß nicht, wo der Arsch jetzt gerade herkam. Ich meine, irgendeiner hat die ganze Zeit geschossen, aber ich finde das so behindert einfach. Da kommen einfach... Irgendwoher kommen Leute, ich weiß nicht woher. Aber sie kommen. Wir sind im Emergency. Shit. Was bedeutet, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da machen wir das Ganze nochmal in the Crosshairs, ja. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin. Haut rein.